Gute Nachrichten, meine Lieben. Letzte Woche wurde eine Entdeckung veröffentlicht, die meiner Meinung nach einen Nobelpreis wert sein könnte. Und nicht bloß das. Diese Entdeckung wurde teilweise durch meine Physikfreunde und Kooperationspartner hier in Wien gemacht und ich freue mich für sie wirklich sehr. In diesem Video teile ich meine Begeisterung für diesen wissenschaftlichen Fortschritt mit dir. Es hat was mit einer neuen Art von Atomuhren zu tun und erkläre dir auch, wofür man sowas braucht. Noch präzisere Uhren. Es gibt eigentlich viele unerwartete Anwendungen. Bleib dran! Heute reden wir über den folgenden Artikel. Schau. Laser Excitation of the Thorium-229 Nucleus. Anregung vom Thorium-229 Atomkern mit einem Laser. Veröffentlicht am 29. April dieses Jahres. Das klingt ganz normal, sogar ein bisschen technisch, oder? Physiker haben mit einem Laser gespielt, was angeregt, okay, was sind die Nachrichten? Warum alle gerade so begeistert sind, erkläre ich dir gern. Aber wenn deine Aufmerksamkeitsspanne ungefähr so kurz wie meine ist und dir nicht erlaubt, dieses Video bis zum Ende zu schauen, schicke ich Folgendes voraus. Nie in der Geschichte der Menschheit wurde ein Atomkern direkt mit einem Laser angeregt. Nicht in den Zeiten von Demokritus oder René Descartes oder James Clerk Maxwell oder im 20. oder 21. Jahrhundert. Das ist noch nie passiert. Dieses Experiment eröffnet eine Plethora von Möglichkeiten und Anwendungen. In Atomuhren, statt Atomuhren werden wir Atomkernuhren haben. In Messungen der Gravitationskraft für Geologie und GPS-Navigation. Und auch in der Suche nach der neuen Physik jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik. Okay, wir fangen jetzt an. Wie immer drehe ich diese Videos spät in der Nacht, wenn meine Tochter schläft, aber heute bin ich nicht nur müde, sondern auch extrem begeistert. Ich kläre dir zuerst, was ist überhaupt eine Uhr? Was sind die Atomuhren? Warum und wofür braucht man noch präzisere Uhren? Gibt es noch nicht genug Präzision? Und endlich, was in diesem Paper so gemacht wurde, warum es so wichtig ist, welche Anwendungen es gibt und wie man eine Brücke zwischen der traditionellen alten Kernphysik und der modernen quantenatomoptischen Physik schlagen kann. Das ist faszinierend. Sehr grob gesagt ist jede Uhr ein Pendel, also eine zuverlässige periodische Bewegung, die man für Zeitmessung verwenden kann. Zum Beispiel, in meiner Apfeluhr ist die Periode von Schwingungen ungefähr eine Sekunde. Das kann man für Zeitmessung verwenden. Das Pendel ist fünfmal geschwungen, fünf Sekunden sind vorbei. Die Periode des Pendels ist auch das, was die Präzision von Uhren begrenzt. Zum Beispiel kann man mit Hilfe meiner Apfeluhr die Länge einer Stunde ziemlich locker messen. 3600 Schwingungen, Sekunden. Oder die Länge eines Tages, 86.400 Schwingungen. Aber wenn man eine Zeitperiode kürzer als eine Sekunde, als eine Schwingungsperiode zu messen versucht, scheitert man daran. Wenn etwas sehr schnell passiert, auch ein Augenblick oder sowas, hat das Pendel kaum die Zeit, um sich innerhalb dieser kurzen Zeitperiode überhaupt bewegen zu können. Deswegen kann man solche schnelle Prozesse in Apfelschwingungen halt nicht messen. Uhren können auch auf anderen periodischen Prozessen basieren. Stell dir vor, du bist jedes Wochenende tot besoffen. Fett wie die russische Erde, sagt man in Wien. Und was auch immer passiert, bleibt diese Periode konstant. Das ist quasi die einzige Konstante in deinem Leben. In Zeiten wie diesen. Damit kann man auch die Zeit messen, halt weniger präzis. Wie viele Wochen sind vergangen? Wie viele Male warst du besoffen, bitte? Viermal? Vier Wochen sind vergangen. Einfach. Die Präzision solcher Uhr ist ungefähr eine Woche. Gute Nachrichten, mit Hilfe eines einfachen Tricks kann man die Präzision dieser Uhr siebenmal steigern. Man muss halt jeden Tag saufen. Also, je kürzer die Periode der Uhr, desto präziser man die Zeit messen kann. Das ist auch augenscheinlich, oder? Und die Idee von Atomuhren basiert auf dem Fakt, dass Elektronen in einem Atom sehr, sehr schnell schwingen können. In Anführungszeichen. Schau, das ist wie die Zeit heutzutage mit Atomuhren gemessen wird. Wie du sicher gehört hast, alle physikalischen Einheiten sind standardisiert. Es gibt einen Standardmeter und hier ist wie eine Sekunde durch
ein Standard definiert wird. Jedes Atom besteht aus einem Atomkern und Elektronenhüllen. Der Atomkern ist extrem klein, ungefähr 100.000 mal kleiner als die Atomhülle. In Atomuhren arbeitet man mit Elektronen in einem Atom. Was hier in einem Atomkern passiert, ist nicht so wichtig. Elektronen in einem Atom haben viele Energiezustände, sondern Grundzustand und dann angeregte Zustände. Und was man als ein Standard für eine Sekunde gewählt hat, ist folgendes. Man nimmt Cäsiumatom im Grundzustand und regt den nächsten Energiezustand mit elektromagnetischer Strahlung. Hier ist eigentlich kein Laser, sondern Mikrowellenstrahlung. Dann oszilliert das Atom zwischen diesen zwei Zuständen. Also ein Atom wird zu einem Pendel mit einer extrem hohen Frequenz. Und man dann definiert eine Sekunde als die Zeitperiode, wo ein Cäsiumatom so viele Male geschwungen ist. Also 9.192.631.770 Mal schwingt jedes Cäsiumatom innerhalb einer Sekunde. Und dann ist diese Zahl quasi als Definition von einer Sekunde genommen und verwendet. Wenn es so viele Schwingungen eines Pendels innerhalb einer Sekunde gibt, bedeutet das auch, dass man mindestens ein Milliardstel von einer Sekunde mit dieser Präzision messen könnte. Oder sogar kürzere Zeitintervalle. Es gibt auch andere Atomuhren, die auf Strontiumatom basieren, die sogenannten Optical Clocks. Da regt man die Elektronen mit Hilfe eines Lasers im optischen Bereich an. Das führt noch zu mehr Präzision. Diese Atomuhren wurden noch nicht verwendet, um dann Standard von einer Sekunde zu definieren. Auf jeden Fall arbeitet man da auch mit den Elektronenhüllen und nicht mit dem Atomkern. Warum sind Atomkerne so besonders und warum ist das so unerwartet, dass man quasi ein Atomkernuhr statt ein Atomuhr machen kann? So, was ist der Unterschied zwischen Atomen und Atomkernen? Unter atomischen Prozessen versteht man die elektronischen Prozesse in einem Atom, also was hier mit den Elektronen passiert, im Gegensatz zu dem, was hier innerhalb eines Atomkerns passiert. Also wenn deine Eltern die Atomkraft-Nein-Danke-Stickers geklebt haben, haben sie vermutlich Kernkraft gemeint. Deswegen sind wir, wo wir heute sind. Auf jeden Fall, wenn du mal von Kernenergie gehört hast, kannst du schon vermuten, dass es viel mehr Energie in einem Atomkern eingesperrt ist im Vergleich zu den Elektronenhüllen. In der Tat kann man die Elektronenhüllen mit Hilfe der optischen Strahlung oder Röntgenstrahlung anregen und normalerweise braucht man für Atomkern schon die Gammastrahlung, also extrem energetische Strahlung, um einen Kern anregen zu können. Fast immer. Glücklicherweise nicht immer. 1976 wurde es zum ersten Mal ziemlich ungenau gemessen, dass manche Atomkerne, zum Beispiel Thorium-229, eine Reihe von Quantenzuständen mit einer sehr niedrigen Energie haben. Also diese Energie ist vergleichsmäßig für Atomkerne extrem niedrig und ist eigentlich mit der Energie von Elektronen in einem ganz normalen Atom vergleichbar. Und das gab Leuten schon vor mehreren Jahren die Hoffnung, dass man auch Atomkerne mit den ganz normalen Lasers anregen könnte und nicht mit Gammastrahlung oder durch Kollisionen oder sowas. Dann könnte man mit Atomkernen genauso im Labor arbeiten, wie man es schon mit ganz normalen Atomen und Elektronenübergängen tut. Halt mit Lasers in einem Labor, diese Methoden sind schon sehr gut etabliert. Und dann in der langfristigen Perspektive kann man daraus auch ein Atomkernuhr machen, wenn alles gut läuft. In diesem Paper von 1976 wurde es gerade gesagt, dass es solche Quantenzustände mit niedrigen Energien gibt. Weniger als 100 Elektronenvolt. Das ist für Atomkerne sehr wenig. Und nach unserem besten Wissen bis jetzt gibt es solche Zustände nur im Thorium-229-Atomkern.
Später wurde es auch demonstriert, dass es in diesem Bereich einen angeregten Zustand gibt, der eine extrem lange Zeit leben kann, was diesen Zustand besonders geeignet für Atomuhren macht. Darüber hinaus sind die Atomkerne viel kleiner, so 100.000 Mal kleiner als die Atome an sich. Und deswegen werden die Kerne nicht so stark wie Atome gestört von elektromagnetischen Feldern, von Kollisionen und so weiter. Das würde die Atomkernuhren viel stabiler als die ganz normalen Atomuhren machen. Das Problem war im Laufe der Jahre, diesen Quantenübergang zu finden. Atomkerne sind viel komplizierter als Atome. Sie ähneln sich meiner Meinung nach eher Molekülen als Atomen. Atomkerne zerfallen durch Alpha- oder Beta-Zerfall. Das heißt, man strahlt Alpha-Teilchen oder Elektronen aus und bekommt einen anderen Atomkern. Das wäre für ein Kernuhr ungeeignet. Also man bräuchte einen Quantenübergang, der ausschließlich durch Lichtstrahlung zerfällt. Schau, in den 90er Jahren und 2000er gab es einige Messungen, die die Energie von diesem Quantenübergang als 3,5 Elektronenvolt oder 5 Elektronenvolt oder 7,8 Elektronenvolt gemessen haben. Das war sehr ungenau und die Fehlerbalken waren riesig. Schau, um eine Atomuhr bauen zu können, braucht man die Präzision von ungefähr 10 hoch minus 15 von einem Elektronenvolt. Das heißt so viele Nullen nach dem Komma. Und jetzt hatte man die Präzision von ungefähr einem Elektronenvolt. Das war sicher ungenügend. Und das war das Hauptproblem. Wie kann man einen Quantenübergang, der so eng, so schmal ist, in so einem riesigen Bereich finden? Schau, zum Beispiel gab es einen riesigen Durchbruch 2016, wo man diesen Quantenübergang direkt zum ersten Mal detektiert hat. Schau, was man hier zum Beispiel schreibt. Die Energie von diesem Quantenzustand im Thorium-Atomkern liegt irgendwo zwischen 6 und 18 Elektronenvolt und die Halbwertszeit ist länger als 60 Sekunden. Also es gibt hier das Energieintervall von 12 Elektronenvolt, irgendwo zwischen 6 und 18 und man sucht da einen Quantenübergang, der länger als 60 Sekunden lebt. Wenn man das kurz berechnet, die Details sind nicht so wichtig, gibt es 17 Größenordnungen Unterschied zwischen dem, was man sucht, diesem engen Übergang und dem Energieintervall. Nehmen wir Distanz als Beispiel. Zwischen Lissabon und Vladivostok ist es ungefähr 13.000 Kilometer. Und 17 Größenordnungen würde bedeuten, dass man nach etwas sucht, was so groß wie ein Wasserstoffatom ist. Irgendwo zwischen Lissabon und Vladivostok versteckt. Kann man sowas einfach finden? Also wenn man solche Idiomen verwendet, man sucht eine Stecknadel in einem Heuhaufen. Oder es ist viel schlimmer als das. Man sucht ein Wasserstoffatom zwischen Lissabon und Vladivostok. Solche Projekte bezeichnet man als High Risk, High Gain auf Englisch. Also hohes Risiko und hohe Gewinnmöglichkeiten. Und ich glaube, dass wenn man sich vor 20 Jahren auf eine Professorenstelle mit so einem Projekt beworben hätte, hätte man unbedingt eine Frage bekommen, okay, du hast ein nettes Proposal geschrieben, du wirst eine Kernuhr bauen, ist das aber wirklich das, was du vorhast? Also quasi 20 Jahre lang nach diesem Übergang zu suchen mit dem Risiko, keine Papers zu veröffentlichen? Oder hast du quasi einen Plan B? Letztes Jahr gab es noch einen Durchbruch, wo man die Energie dieses Quantenübergangs noch besser messen könnte. Da wurde der Strahlungszerfall von diesem angeregten Zustand auf den Grundzustand gemessen und nicht umgekehrt. Also der angeregte Zustand wurde nicht mit einem Laser angeregt. Und jetzt, ein Jahr später, ist noch ein Durchbruch passiert. Es ist möglich geworden, die Atomkerne zum ersten Mal mit einem Laser anzuregen. Zwei Teams haben gleichzeitig daran gearbeitet. Das eine hier an der Technischen Universität Wien und das andere in Braunschweig im Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Also was haben sie da so besonders gemacht? Statt Thorium-Atomkerne oder Atome im Vakuum zu studieren, haben sie Thorium in einen Kristall eingebaut, in Calciumfluoridkristall. Und dadurch haben sie eine extrem hohe Dichte von Thorium-Atomkernen erzeugt.
Milliarden von Milliarden pro Kubikzentimeter. Und wenn man so viele Quantenteilchen gleichzeitig bestrahlt, ist auch das Signal, den man misst, viel, viel stärker. Und man kann solche schmale, extrem enge Übergänge auch präzise detektieren. Das war natürlich nicht so einfach. Es gab zum Beispiel keine zuverlässigen Lasers in diesem Bereich. Man musste also neue Lasers entwickeln. Und es gibt natürlich viel mehr technische Details. Aber jetzt sind die Atomuhren vielleicht das Ding von gestern und die Kernuhren sind die Zukunft. Und was mich besonders daran freut, ist, dass ich quasi mit dem Wiener Team wissenschaftlich befreundet bin. Mit Thorsten Schumm, mit dem Professor und Forschungsgruppenleiter, haben wir sogar einen Grant zusammen. Dazu habe ich auch ein Video gedreht. In diesem Projekt haben wir vor, Licht mit Drehimpuls zu verwenden, damit wir noch mehr Präzision in solchen Experimenten kriegen könnten. Sowohl in Thorium-Atomkernen als auch in Molekülen. Und ich spezialisiere mich auf Molekülen. Und diese Entdeckung ist auch für unser Projekt sehr vielversprechend. Was mir hier auch besonders gefällt, ist, wie diese Thorium-Sachen eine Brücke zwischen der klassischen Kernphysik, die ich nicht so gut kenne, und der modernen Quantenphysik, Atomphysik, optischen Physik, die ich relativ gut kenne, schlagen. Und dadurch werden die verschiedenen Bereiche der Physik, die miteinander nicht so normalerweise reden, das sind verschiedene Communities, wieder vereinheitlicht. Das finde ich super. Und außer der Atomuhren gibt es viele andere Anwendungen. Zum Beispiel, wenn man die Zeit extrem präzise messen kann, kann man auch die Gravitation messen, also die Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie. Man kann zum Beispiel den Unterschied messen zwischen dem, wie die Zeit hier läuft und hier, 1 Meter höher. Wortwörtlich, wegen dem Unterschied im Gravitationsfeld. Man kann auch verschiedene fundamentale Konstante extrem präzise messen und auch feststellen, ob sich diese Konstante im Laufe der Zeit ändern. Das sagen manche Modelle jenseits des Standardmodells der Teilchenphysik vorher. Es gibt natürlich noch viel zu tun. Zum Beispiel sind die Lasers, die man in diesem Experiment verwendet hat, nicht präzise genug, um sie für Atomuhren verwenden zu können. Da gibt es noch viel Arbeit. Aber der erste Schritt wurde schon gemacht. Man hat zum ersten Mal einen Atomkern mit einem Laser angeregt. Das ist faszinierend. Das war meine Geschichte für heute. Welche periodischen Prozesse gibt es in deinem Leben? Schreib mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.